Ulgoth Demotnir ist ein etwas längeres Event im Harad-dhi-Hinterland. Das beginnt an der Wegmarke Anbindungslager. Wenn man nur darauf aus ist, die Kiste abzuleachen, kann man sich auch direkt zur Wegmarke Spalthuf teleportieren. Am Anfang ist die allerdings umkämpft, sodass wir tatsächlich hinlaufen müssen und die erstmal freikämpfen müssen. Wenn man möchte, kann man mit diesem Event, wenn man das von Anfang an macht, mit Sicherheit auch den Schlächter von Kryter und die Event-Koryphäe von Kryter in einem Rutsch abschließen. Weil das Event, wie gesagt, ein bisschen länger dauert. Fools, crush the invaders. Am Anfang geht es halt darum, diese Typen hier ein bisschen zu verteidigen. Und hier und da mal einen Champion niederzulegen. Da muss als nächstes hier das Tor geöffnet werden. Und dann geht's weiter. Und man muss im Grunde immer nur Horden von diesen Viechern abwehren. Gleich spawnen an einer bestimmten Stelle immer unglaublich viele Viecher, weswegen man da ganz gut campen kann. Das Event dauert auch ein paar Minuten. Da laufen wir jetzt schon mal hin. Excellent work, everyone. Fortify our position here and keep an eye out for the Modnir War King. Da ist auch immer eine reichhaltige Goldader. Kann man nebenbei auch ein bisschen abwehren. So, nachdem die Horden ja niedergemetzelt sind und das Event abgeschlossen ist, geht's wieder zurück in den großen Bereich in der Mitte. Jetzt beginnt das Hauptevent. Das dauert auch relativ lange. Das heißt, wenn man nur zum Ableachen aus ist, hat man alle Zeit der Welt, hier anzukommen. Zu Anfangs steht Ulgoth nur oben auf dem Hügel und schickt seine Untertanen und fängt an mit drei dieser Hunde, die auch relativ lange zum Niedermähen brauchen. Ulgoth, der Modnir ist da. Ich finde es immer ganz schlau, die Viecher zusammenzuziehen, dass man mit Bereichschaden und Ähnlichem die Viecher relativ schnell zusammen niederwalzen kann. Allerdings gibt es auch Experten, die meinen, die müssten die möglichst weit auseinanderziehen, um das ganze Event so in die Länge zu ziehen. Aber hier ist es mal ganz gut geglückt. Euer Elemental läuft.
Pre-Events zum V-Day-Hot-Meet angekommen. Pre-Events zu Admiral Covington haben begonnen. Answer this, hummingbirds. How does one fight the wind? Ich finde, Ulgos hat eine komische Art zu sprechen. Nichtsdestotrotz müssen hier schnell die Elementarhände niedergemacht werden. Das geht auch wahnsinnig schnell. Und jetzt bequemt sich der Dicke selbst herunter. Das dauert jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig lange. Jetzt ist die Sache relativ schnell gegessen. Wipeout.